darf ich auf die Bühne bitten, die Chefs von Automotor und Sport und Motorgassig. Begrüßen Sie bitte mit mir Bernd Ostmann und Hans-Jörg Götzel. Ja, guten Morgen, liebe Rallye-Freunde. Herzlich willkommen zur 14. Montafon Silvretta Classic. Ich begrüße Sie im Namen von Automotor und Sport recht herzlich, nicht nur die Fahrer von Elektroautos und Brennstoffzellenfahrzeuge. Wir haben immerhin 30 Fahrzeuge hier. Die fahren heute eine etwas kürzere Strecke, nämlich nur 100 Kilometer. Und morgen, also jeden Tag 100 Kilometer. Wir mit den Oldtimer dürfen ein bisschen mehr fahren. Aber wir haben schon vom letzten Jahr, da haben sie mir erzählt, sie können nur 60 Kilometer fahren. Und anschließend haben alle gesagt, naja, ein bisschen mehr hätten wir schon geschafft. Wir haben das ein bisschen angezogen und wir werden in jedem Jahr das Thema ein bisschen nach oben schrauben. Vielleicht fahren dann im dritten Jahr die Elektrofahrzeuge die gleichen Strecken wie die Oldtimer. Ich wünsche allen viel Spaß. Kommen Sie alle heil wieder an, haben Sie wirklich viel Freude an der Region, an den Prüfungen. Und ja, wenn Ihr Beifahrer sich mal verzählt beim Runter- oder beim Hochzählen, kann passieren, es soll sogar welche geben. Da gehen dann irgendwo die Motoren aus und dann ist der Gesamtsieg dahin. Also tragen Sie es mit Würde, haben Sie viel Spaß und kommen Sie alle wieder heil an. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen auch von Seiten von Motor Classic. Schön, dass Sie da sind. Genießen Sie die nächsten drei Tage. Und vielleicht eins noch. Nehmen Sie es nicht zu ernst, wie der Herr Fricke vorhin gesagt hat. Wir sind hier in einer der schönsten Gegenden Europas. Und wenn Sie dann am Sonntag oder am Montag nach Hause kommen und Ihr Nachbar Sie fragt, wie war es denn in den Bergen? Und Sie sagen, was für Berge? Da waren keine Berge, da waren nur Sonderprüfungen. Dann haben Sie ein bisschen was falsch gemacht. Also genießen Sie die drei Tage, schauen Sie sich einfach auch ein bisschen die Gegend an. Und schonen Sie ein bisschen Ihr Auto. Den ersten Kurbelwellenbruch haben wir, glaube ich, heute schon. Gell, Herr Memminger?